Ach, hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Ja, und noch alles Gute im neuen Jahr, viel Gesundheit und so, ne? Ja. Nee, aber haben Sie sich auch ein bisschen was vorgenommen? Gute Vorsätze fürs neue Jahr, das ist ja sehr beliebt, ne? Ich lese ja auch gerade, ne? Also oft betreffen ja dir dann die guten Vorsätze der Ernährung. Na, viele wollen gesünder sich ernähren, weniger fettiges Fleisch, ne? Mehr Gemüse, kein Alkohol und als flankierende Maßnahmen ne? Mehr Bewegung an frischer Luft, ne? Rauchverbot auch auf dem Balkon und solche Sachen. Hier, Parolen, schützt unschuldige Organismen vor der Vertilgung. Ne? Ja, die sind jetzt in Mode. Oder keine Macht den Tierquälern, Schweinetreibern, Pflanzenfressern und Salathainis. Ja, so nach Silvester kommen solche Parolen verstärkt in Mode. Bis sie wieder vergessen werden. Ja, ist schon klar. Aber viele fangen ja das neue Jahr auch gleich mit einer richtigen Diät an. Ja, es sind viele, also hier, um die überflüssigen Pfunde loszuwerden. Also da gibt es ja Eierdiät und Trennkostdiät, Steinzeitdiät, was es alles für Diäten gibt, also unglaublich. Ja, speziell die Steinzeitdiät, also die ist ja in den letzten Jahren derartig in Mode gekommen. Aber die erfordert starken Willen, die Steinzeitdiät. Immer bloß noch das fressen, was die Steinzeitmenschen gefressen haben. Also das erfordert ein radikales Umdenken. Wissen Sie, neben Gräsern und holzigen Früchten haben die Steinzeitmenschen nämlich vornehmlich andere Steinzeitmenschen gefressen. Also man könnte sagen, die Steinzeitmenschen waren Kannibalen. Nö, nö. Das ist natürlich heutzutage schwierig. Ne? Wobei, dadurch werden eben also bestimmte Pflanzenarten und Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, werden dadurch geschützt. Wenn es bloß noch Menschen fressen tust. Ne? Also so gesehen, aus ökologischer Sicht ist die Steinzeitdiät vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Ja. Nee. So, nur noch das verzehren, was weg muss. Menschen. Auch Frauen, ja, auch Frauen. Auch Frauen sind Menschen. Wobei bei Frauen, da müsstest du dann wirklich auch auf ökologische Haltung aufpassen. Ne? Pro Herd immer nur eine. Quatsch. Nee, leider ist es aber bei den Steinzeit-Diätern eben so, ne? Manche, die nehmen das eben ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter. Ne? Also die nehmen wahllos, was sie eben kriegen. Ne? Also, ja, die fragen nicht nach Inhaltsstoffen oder Mineralkonzentration, keinerlei Markenbewusstsein. Ne? Hauptsache billig. Ja. Direkt vorm Aldi-Markt fangen die sich ihre Dioxin-angereicherten Hartz-IV-Empfänger weg. Ne? Oder bei McDonald's, Mayo-gestützte Kalorienbomber. Nee, einige Steinzeit-Diäter machen sich einfach keinen Kopf über die Folgen der ungesunden Ernährung. Ne? Das ist auch nicht das. Nee, Verkalkung, Herzinfarkt, Bluthochdruck, akute Verfettung, das nehmen die alles mit in Kauf. Das ist doch nicht der Sinn der Steinzeitdiät. Nee. Und dann nur bei der Verdauung entstehen ja dann so üppige Gase. Und diese Gase leiten die ganz, ganz unbekümmert in die Atmosphäre ab. Ohne Rücksicht auf das Klima. Wie die Kühe. Wie die Kühe. Die furzen uns in die Klimakatastrophe. Nee, das ist wirklich. Nee, wer bei der Ernährung spart, zahlt am Ende doppelt. Das ist eine Wahrheit. Vorsicht, und bei den Steinzeitdiätern noch. Vorsicht vor Essen auf Rädern. Ne? Also manchen ist so ein Vorrat schon im Hals stecken geblieben. Nee, aber auf der anderen Seite, die Globalisierung schreitet ja voran. Ich meine, wenn die deutsche Arbeitskraft immer rarer wird, ne, und immer seltener wird und es kommt einem immer mehr so von außen, das ist natürlich für die Steinzeitdiäter günstig. Ne? So
so exotische Vollkorntypen aus Übersee, also da, ja, denen geht es dann hier mal gut, den Stand. Die haben dann die Auswahl. Also, Stewardessen, Politessen, Mätressen. Mätressen. Früher haben wir Erntehelferin gesagt. Nee, Spaß beiseite. Es muss ja nicht immer Botenhaltung sein. Nee, Steinzeitdiäten, die mit internationalen Spezialitäten angereicherte Kosten, also zum Beispiel Amerikaner mit Zuckerguss oder Mohrenkopf mit Sahne, heiße Wiener, Hotel Tokyo, Mama Miracoli, naja, Schotten im Schlafrock. Englische Ärzte, Hot Dogs. Nee, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, ne? wenn man also so, gerade bei Engländern, ne? Also wenn die Steinzeit, die Äther nicht da auf, Rinder wollen, ist ja noch nicht weg. Gerade bei den Engländern. Also deutliche Symptome vom Rinderwahn. Und das hier mal noch so sagen, dass Sie da aufpassen. Also bei Rinderwahn, na, ist es so, die Symptome hier, wenn Frauen plötzlich Mu sagen und Männer plötzlich Milch geben. Das ist dann, ja, das ist ein Hinweis auf Rinderwahn. Oder für die Schweinegrippe kann ja auch passieren. Frauen fangen an zu grunzen und Männer kriegen ein Ringelschwänzchen. Nee, wegen des Verdachtes auf Vogelgrippe musste kürzlich ein Steinzeitdiäter gekeult werden. Der hat Gänsehaut gekriegt. Also seien Sie vorsichtig mit irgendwelchen Diäten. Ich wünsche Ihnen alles Gute fürs neue Jahr. Viel Gesundheit. Tschüss, Ede Sachsenmeier.